Also ich glaube, besser hätten wir es uns nicht vorstellen können. Ja, Abschluss von dem Jahr, von dem sehr erfolgreichen Länderspieljahr mit einem Sieg gegen die Deutschen hier zu Hause, volles Haus. Ja, natürlich ein spezieller Abend für ganz Österreich, glaube ich. Alles in allem eine sehr überzeugende Leistung, sehr selbstbewusst aufgetreten, sehr aktiv. Wir haben sie mit dem Ball laufen lassen, wir haben gegen den Ball extrem gepresst. Sie haben kaum Lösungen gefunden, sie haben viele Fehler im Spielaufbau gemacht, was uns in die Karten gespielt hat. Und deshalb denke ich, wir waren ein absolut verdienter Sieger und wir sind sehr glücklich drüber. Es kommen so viele Faktoren hinzu. Ich glaube, dass wir einen sehr klaren Plan hatten im Vorhinein und den konnten wir einfach zu 100% umsetzen und dann wussten wir, dass wir so auch unseren Gegner Deutschland auch ärgern können. Dass es einfach gerade riesen Spaß macht, einfach beim Nationalteam am und neben am Platz einfach mit den Jungs zu sein, zu kicken, alles drumherum. Ich glaube, das sieht man uns einfach an. Ja, super Ausgang. Wir sind sehr, sehr glücklich, sehr, sehr happy. Sehr, sehr gut gespielt, glaube ich, heute und ja, war der verdiente Lohn dann heute. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine gewisse Rolle spielen können bei der Euro und das wird das große Ziel sein. Wir werden weiter an uns arbeiten, wir wollen weiterhin näher zusammenrücken, weiterhin erfolgreichen Fußball spielen, aber auf der anderen Seite auch ruhig bleiben. Ich glaube, wir haben heute gezeigt und auch in der ganzen Quali gezeigt, dass wir jeden Gegner schlagen können. Ja, auch wenn das jetzt ein bisschen abgedroschen klingt, aber sie spielen wie Freunde. Ja. Und sie verhalten sich auch im Lehrgang so. Und das hat man heute einfach gespürt, dass hier wirklich ein echter, verschworener Haufen zusammengespielt hat. Aber nicht wie ein Haufen gespielt hat, sondern schon auch, ja, auch mit dem klaren Plan, die Dinge umzusetzen. Und ja, deswegen, ich habe ja gesagt, wenn wir alle Mann an Bord haben, dann können wir jeden Gegner schlagen. Und das Spiel heute hat es wieder bestätigt. Und so ein Spiel gegen Deutschland abzuschließen, ja, sowas macht Spaß in einem vollen, ausverkauften Stadion heute, alles drumherum, die Ehrenrunde noch am Ende zu drehen. Ja, können wir jetzt einfach gut einordnen, weil ich glaube, 2024 warten noch viel mehr besondere Spiele auf uns.